Kostas Solotas will es noch einmal wissen. Mit 80 Jahren will er den Olymp besteigen, den höchsten Berg Griechenlands, den Berg der Götter. Der Name Olymp kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet leuchtender, lichterfüllter Ort. Kostas Solotas hat sein ganzes Leben hier oben verbracht, als Bergführer. Ein Leben voller Erinnerungen. Vielleicht ein letztes Mal will er jetzt mit 80 Jahren den Berg erklimmen. Der Gebirgszug des Olymp liegt an der griechischen Ostküste, keine 20 Kilometer vom Meer entfernt. Er ist mit 2918 Metern das höchste Gebirge Griechenlands. In der Antike galt der Olymp als Sitz der Götter, als leuchtender Himmel der griechischen Mythologie. An seinem Fuß, wo bis heute Ziegenherden umherziehen, liegt Litochoro. Der 7000-Seelen-Ort am Ostrand des Olymp ist Ausgangspunkt fast aller Aufstiege. Die allermeisten griechischen Bergführer kommen hierher. Die Liebe zum Berg hat Kostas von seinem Großvater geerbt, der auch schon Bergführer war. Und sie ist in einem Buch verewigt, das im August 2013 zum 100. Jahrestag der Erstbesteigung erschien. Seither haben sich das Bergsteigen und auch der Olymp sehr verändert. Gut 15 Kilometer bzw. 8 Stunden Weg liegen vor ihm. Deshalb macht sich Irmhild schon ein wenig Sorgen. Er ist in einem Alter, in dem er auf sich aufpassen muss. Aber Kostas kennt den Weg wie seine Westentasche. Die erste Etappe führt durch die bewaldete Enipea-Schlucht. Aufgrund der vielen, teils seltenen Tier- und Pflanzenarten wurde der Olymp schon 1938 zum Nationalpark und 1981 zum UNESCO-Biosphärenreservat erklärt. Der Weg zum Olymp führt über den europäischen Wanderweg E4, über malerische Schluchten und Wasserfälle. Nach etwa 9 Kilometern, für die gute Bergwanderer etwa 4 Stunden benötigen, erreicht Kostas den Ort Prionia auf 1100 Metern Höhe. Hier an einer natürlichen Quelle stärken sich Mensch und Tier noch einmal vor dem härtesten Teil des Aufstiegs. Kostas freut sich, seinen Freund Evripides wiederzusehen, den Führer des Maultiertrecks, der die Berghütten versorgt. 6,1 Kilometer Strecke liegen nun vor dem Treck und den Bergwanderern, von Prionia bis zur Berghütte. 6 Kilometer, die es in sich haben, müssen doch 1000 Höhenmeter auf dem steilen Weg überwunden werden. Um die Maultiere zu entlasten und auch ein bisschen aus Stolz und Gewohnheit, geht Kostas die ersten Kilometer zu Fuß. Bergwanderer, die Evripides zuweilen mitnimmt, scheuen jedoch meist die gefährlich schaukelnden Fortbewegungsmittel. 600 Höhenmeter weiter lichtet sich der Gebirgswald. Ab hier muss sich der Trek einen steilen, sonnendurchfluteten Hang hinaufmühen. Bergwanderer benötigen für die etwas über 6 Kilometer je nach Kondition 3 bis 5 Stunden. Die Maultiere schaffen es täglich in 2,5. Kostas hat es eilig, denn er hat seine Tochter seit dem Frühling nicht mehr gesehen, als sie hier oben wie in jeder Saison die Hütte öffnete. Herzlich willkommen, Papa. Letztes Mal haben wir uns vor etwa 2 Monaten gesehen, oder? Ja, 2 Monate. In der Zwischenzeit war ich mal unten, aber nur kurz. Und Maria hat auch jetzt nur wenig Zeit, denn die Maultiere müssen abgeladen und hungrige Berggäste verköstigt werden.
Entsprechend gestärkt begibt sich auch der 80-jährige Kostas noch einmal zum Thron des Zeus, zur Wiege von Apoll, Hera und Aphrodite. In der Antike glaubte man hier oben den 12 olympischen Göttern ganz nah zu sein. Ihr Helnes. Schon die alten Griechen haben hier oben Spuren hinterlassen. Auf dem Skolio wurde das Fundament eines Tempels gefunden, sowie ein Stück Marmor, das Handgelenk einer Statue. Auf Agios Antonios, einem anderen Gipfel weiter links, gab es ebenfalls einen Tempel. Dort wurden die Bodenstücke zweier Tontöpfe und viele Münzen aus der Zeit Alexanders des Großen gefunden. So müssen also schon in der Antike Menschen auf den Olymp gestiegen sein. Aber das alles ist mindestens 2000 Jahre her und niemand kennt ihre Namen. So gilt Christos Kakalos als Erstbesteiger des Olymp. Und um dessen Aufstieg mit zwei Schweizern rankt sich eine Legende, die mit dem Nebel zu tun hat, der hier schnell aufzieht. Er kannte sich gut in der Gegend aus. 1913 kamen die Schweizer Boissonnat und Bobovie, um als Erste auf den Olymp zu steigen. Sie begannen ihren Aufstieg sehr früh morgens beim Kloster vom heiligen Dionysos. Sie stiegen bis zum Skala hinauf. Von dort sahen sie einen Gipfel, der nicht von Nebel umgeben war, und dachten, dies wäre der höchste Gipfel des Olymps. Nach kurzer Zeit löste sich jedoch der Nebel auf, und dann sahen sie den wahren Gipfel. Und Kakalos sagte zu ihnen, das ist der Gipfel, dort müssen wir hin. So arbeiteten sich die Männer durch den Nebel zur eigentlichen Spitze des Olymp vor. Die Geschichte der Erstbesteigung durch Christos Kakalos und die zwei Schweizer wurde zur Legende. Kostas Solotas war schon hunderte Male dort oben. Auch jetzt hat er wieder die Baumgrenze erreicht. Wir sind jetzt auf etwas über 2400 Meter Höhe. Weiter nach oben zum Gipfel möchte ich nicht. Ich war schon sehr oft oben und bin schon weit genug gekommen für jemanden in meinem Alter.